Ich möchte Ihnen gerne mal schildern, wie wir das in Tempelhof-Schöneberg bei uns geregelt haben. Ich vertrete ein Jobcenter von 12 in Berlin und ich kann für uns sprechen. Nicht alles, was ich für uns sage, kann man so eins zu eins übersetzen auf die anderen Jobcenter. Aber es ist vielleicht mal ganz interessant zu hören, wie wir mit dieser Situation umgegangen sind. Frau Dr. Schröder hat ja gerade schon gesagt, was für Möglichkeiten wir in den Jobcentern haben. Also wir zahlen die Leistung, aber wir haben natürlich auch unsere Arbeitsvermittler und Vermittler, die dabei unterstützen, den Weg in den Arbeitsmarkt dann zu gehen, mit den vielen Schritten, die so dazwischen liegen. Und das war auch ein Grund, weshalb eigentlich gleich, als die Flüchtlingsbewegung einsetzte, wir schon auch damit gerechnet haben, dass wir möglicherweise in die Zuständigkeit kommen. Und wir in Tempelhof-Schöneberg haben dann schon die ersten Überlegungen angestellt, was würden wir denn tun, wenn die Flüchtlinge zu uns kommen werden. Und als dann die Ministerpräsidentenkonferenz, ich glaube, das war der 8. April, stattfand und dort beschlossen wurde, es soll so kommen, sind wir sozusagen in die heiße Phase der Vorbereitung gegangen. Und das hat für uns bedeutet, und dann haben wir gelernt, auch aus den anderen Krisen, die wir vorher schon bewältigt haben, also Corona-Krise ist das eine, aber wir hatten ja auch schon mal eine Flüchtlingskrise gehabt, dass wir für uns gesagt haben, wir wollen erstens ein eigenes Flüchtlingsteam einrichten, weil es viele Informationen gibt, die da einfach fließen und weil ich gerne auch sicher sein wollte, dass Kolleginnen und Kollegen von mir dann mit den Menschen zu tun haben, die sich mit dieser Materie auch, ich sag mal, auseinandersetzen wollen, die das auch für sich selber dann umsetzen können, die damit umgehen können, die da auch empathisch sind und so weiter. Das spreche ich den anderen Kollegen nicht ab, aber das sind halt besonders engagierte Kollegen, die gesagt haben, ja, ich möchte da einfach mitwirken. Und wir haben auch räumliche Voraussetzungen geschaffen, weil wir die ukrainischen Flüchtlinge jetzt zumindest erstmal zu Beginn dieser Phase in einem gesonderten Bereich betreuen werden, wo sie uns sofort finden und wo wir alle dann auf einem Fleck haben. Und wo wir auch die Sprachmittler, die wir engagiert haben, parat haben, damit sie übersetzen können, weil das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die wir haben. Also als ich mal die ukrainischen Flüchtlinge im Fernsehen gesehen hatte, habe ich gedacht, Mensch, die sprechen ja alle richtig gut Englisch. Aber wir stellen eben fest, auch Englischkenntnisse sind teilweise vorhanden, aber nicht unbedingt immer ausreichend, um so einen Antrag auszufüllen und so weiter. Also mit anderen Worten, wir haben sehr früh angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das tun werden, wie wir die Zuständigkeit übernehmen werden. Aber Sie haben das ja selber mitbekommen, das hat dann noch eine ganze Zeit gedauert, bis die gesetzlichen Voraussetzungen alle wirklich geklärt waren. Und das war eigentlich auch die größte Herausforderung, die wir hatten, dass wir lange nicht ganz sicher gewesen sind, wofür genau werden wir zuständig, welche Voraussetzungen gelten. Und das war dann auch eigentlich der Grund, weshalb wir wirklich sehr, sehr eng mit unserem Sozialamt zusammengearbeitet haben. Nicht nur wir in Tempelhof-Schöneberg, sondern das haben alle Jobcenter gemacht. Ich kann Ihnen aber mal beschreiben, wie wir das gemacht haben. Und mit Zahlen, das ist immer wirklich schwierig, weil wir haben, das ist vielleicht auch eine der großen Herausforderungen, wir haben noch nicht die ganz genauen Zahlen, sondern das wird sich jetzt erst im Laufe der Zeit wirklich zeigen, wie viele es dann wirklich sind, weil die Bezirksämter, die Sozialämter, die haben ja nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die Leistung jetzt bisher gezahlt. Die haben auch erfasst natürlich, aber wir haben das gemerkt bei unserer Anschreibeaktion, da gab es jetzt auch Postrückläufer, also nicht alle, die sich da mal gemeldet haben, sind noch wirklich dort. Und wir haben das aber so gemacht, dass unser Bezirksamt, als wir dann wussten, wir werden dann zuständig werden, alle, die dort gemeldet waren, angeschrieben hat und denen Bescheid gesagt hat, in einem Anstand, das haben wir auch auf Ukrainisch übersetzt, dass am 1. Juni die Zuständigkeit in den Jobcentern liegt, mit den Voraussetzungen, dass sie eben diesen Aufenthaltstitel haben oder Infektionsbescheinigung. Und natürlich müssen sie auch die üblichen Voraussetzungen erfüllen, sie müssen einen Antrag stellen und sie müssen erwerbsfähig und hilfebedürftig sein. Und und damit hat das Sozialamt bei uns zu Gruppenveranstaltungen eingeladen. Wir hatten auch eine große Veranstaltung im Rathaus Schöneberg gehabt, da haben wir die ersten Kundinnen und Kunden eingeladen. Und so haben wir dann ab 5. Mai bis zum 23. Mai jeden Tag um 8 Uhr, um 10 Uhr, um 12 Uhr Gruppenveranstaltungen gemacht, wo wir mit den ukrainischen Geflüchteten gemeinsam den Antrag ausgefüllt haben und dann auch gleich entgegengenommen haben. Und wir haben gemerkt, dass es auch sehr hilfreich war. Die Ukrainer sind auch sehr internetaffin. Die wundern sich ein bisschen darüber, dass wir noch
häufiger mit Papier arbeiten, allerdings, und die können auch einen Online-Antrag stellen. Allerdings haben wir bei den Veranstaltungen gemerkt, dass es auch ganz gut ist, wenn man es ein bisschen unterstützt dabei. Also wir haben den Antrag, die sind ja nicht ganz unkompliziert, wir haben den auch auf Ukrainisch übersetzt und sind dann sozusagen Punkt für Punkt mit ihnen durchgegangen, hier den Namen eintragen, Geburtsort eintragen und so weiter. Natürlich immer in lateinischen Buchstaben. Das ist schon mal die erste Herausforderung, muss man tatsächlich sagen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also Sie sehen ja hier meinen Namen. Und dieses Z, das ist ein griechischer Name. Das Z ist eigentlich ein griechisches S. Aber weil es genauso aussieht, das griechische S wie das deutsche Z, heiße ich jetzt Saklaris. Und ich sage Laris, wie ich eigentlich heiße. Und genau das Gleiche ist natürlich auch bei den kyrillischen Buchstaben bei den Ukrainern der Fall. Oder zum Beispiel, was ist alleinerziehend? Die fühlen sich nicht alleinerziehend, weil sie haben, also es sind ja überwiegend Frauen, sie haben einen Mann in der Ukraine, aber nach unseren Voraussetzungen gelten sie hier, weil der Mann nicht da ist, als alleinerziehend. Ja, und so sind wir sozusagen Punkt für Punkt den Antrag mit ihm durchgegangen, hatten aber auch Sprachmittel gehabt und konnten die Anträge dann auch gleich einsammeln. Allerdings nicht alle, die der Bezirk eingeladen hat zu unseren Wohninformationsveranstaltungen, sind gekommen. Der überwiegende Teil ist gekommen, aber nicht alle. Von denen, die gekommen sind, haben am ersten Tag, hatte nicht ein einziger die Voraussetzung erfüllt. Da hatten wir schon gedacht, dann werden alle in dem Bezirk zuständig bleiben. Aber wir haben jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass mehr und mehr doch diese Aufenthaltstitel vergeben wurden. Also bei uns haben die meisten, die jetzt schon die Leistung bekommen haben oder bekommen werden ab morgen, die haben Aufenthaltstitel und nicht die Fiktionsbescheinigung. Also so sind wir vorgegangen. Und wir haben einige dabei, also etwas weniger als die Hälfte hat die Voraussetzungen, die zu uns gekommen sind. Und die anderen, die erfüllen die Voraussetzungen noch nicht, die haben noch nicht den Aufenthaltstitel, die haben noch keine Fiktionsbescheinigung. Wir haben sozusagen im allerletzten Moment, wir haben Zugriff auf dieses Ausländerzentralregister und da haben wir im allerletzten Moment alle unsere nochmal angeguckt, ob wir jetzt schon zahlen können. Und die, bei denen wir noch nicht zahlen können, die haben wir wiederum angeschrieben. Also die müssen sich um nichts kümmern. Sie werden von uns darüber informiert, dass sie weiter Leistungen vom Sozialamt bekommen. Wenn sie ein Bankkonto haben in Deutschland, wenn sie kein Bankkonto haben, müssen sie nochmal zum Sozialamt gehen und bekommen dann da eine Bauzahlung. Wir unterstützen das Sozialamt auch mit Personell, mit Mitarbeitenden, damit die es dort dann auch schaffen, all diesen Menschen dann die Leistung weiterzugewähren. Es ist aber eine unbekannte Zahl dabei, die eben nicht zu uns gekommen sind, bei denen wir nicht ganz genau wissen, was mit ihnen jetzt passiert ist. Ob die Manche sind zurückgegangen in die Ukraine, manche sind nach Polen wiedergegangen, manche sind in andere Bundesländer gegangen. Wir wissen es nicht genau. Insofern haben wir uns zwar gut vorbereitet, aber wir wissen nicht genau, ob diejenigen, die bisher noch nicht bei uns gewesen sind, jetzt in den nächsten Tagen dann noch zu uns kommen werden. Was ich sagen kann, ist, dass alle die, die bei uns jetzt einen Antrag gestellt haben, in diesen Rufeninformationen oder auch in Online-Anträge, die haben ja alle schon fertig bearbeitet. Bei denen, die die Voraussetzungen schon erfüllen, konnten wir jetzt auch auf den Knopf drücken und die Zahlung auslösen. Bei denen, die die Anforderungen noch nicht erfüllt haben, also bei denen noch die Fiktionsbescheinigung und Aufenthaltstitel fehlt, da warten wir jetzt drauf, dass sie uns die nachreichen. Und sobald sie das getan haben, sind bei uns die Anträge fertig und könnten auch dann auch angeordnet werden.